Gerhard Polt moderiert zur Musik von Die Welt mittendrin im Auge des Trommelfells. Der Andi breit die Kampi Kudel und der Wumm, die spulen heut alles ohne Strom. Zur Harfenzither noch nie so gehört. An Tagen wie diesen, da klingt zusammen, was zusammengehört. Wo sind wir da heut gelandt? In Berlin, der Perle vom Brandenburger Land. Wo's der R2G-Regierung haben, grün, rot, rot, und euer regierender Bürgermeister hat den Charme von einem Knäckebrot. Wo's zwingst dem Dach vom Stadtschloss streiten, was soll da oben stehen? Kreuz oder Halbmond, aber der Bleitegeier war die beste Idee. Übrigens, in Ulaanbaatar wird die Kinder die Unendlichkeit so erklärt. Dies ist dann, wenn der Berliner Flughafen einmal fertig wird. Wo's zu die Semmen schrippen soll, wo's im Untersuchungsausschuss zum Fall Amri Blut und Wasser schwitzen, weil die kriminellsten Vertuscher und Fälscher im LKA drin sitzen. Aber wollen wir in Berlin einen gemütlichen Hausmusikabend erleben, muss man ins Auge des Trommelfells in Admiralspalast gehen. Als der Herr uns schuf, da hat er uns den Lärm gezaubert.
richtig, richtig, schlechtig, deftig, damit wir uns nicht falsch verstehen. Ein Gesang aus tausend Kehlen, solange es die Luft wegbrennt. Gedanken, die besser sind, fliegen auf dich zu und treffen dich. Also, Entschuldigung, wenn ich bei der Probe störe, aber ich will nicht lang stören, aber ich muss sagen, sehr begabt, also wirklich, ihr macht eure Sache sehr gut. Darf ich mich vorstellen, mein Name ist Chicaneda. Chicaneda von der Eagle Wing Event Assoziation. Wir sind eine kleine, aber sehr wirksame und sehr aktive Musikagentur. Und es wäre vielleicht doch einmal schön, mit euch ins Gespräch zu kommen. Wir könnten euch ein bisschen, ja, wir versuchen immer Leute, die noch nicht bekannt sind, ein bisschen zum Durchbruch zu bringen. Und da tun wir immer unser Möglichstes. Wir sind eine, also ich kann das für uns in Anspruch nehmen, wir haben immer versucht, vor allem jungen Leuten ein Podium zu geben, damit sie ins Rampenlicht kommen, damit sie eben ein bisschen ans Licht kommen. Das war uns immer eine Herzensangelegenheit. Unsere Firma gibt es jetzt seit, kann ich sagen, seit 1974 sind wir auf dem Markt tätig und haben wirklich große Erfahrungen. Wir haben natürlich nicht nur unbekannte Leute hochgebracht, sondern sogar ganz Unbekannte. Ne? Und naja, einer unserer größten, muss ich schon sagen, Leistungen war natürlich die Entdeckung, ich kann das auch für mich in Anspruch nehmen, das war kein geringerer als der große Karl Moik, ne? Den Karl Moik weiß ich noch heute, wie der entdeckt wurde, der war ja Staubsaugervertreter. Ne? Und der singende Staubsaugervertreter, der war, ich weiß es noch, in Riet im Innkreis, im Oberösterreich. Ich sehe in einer, das war Kegelbahn, kann man sagen, artigen Ding, da kommt ein junger, schlaksiger Mensch, wir sagen ein Christball dazu, und singt. Und singt, und ich höre das, ja, wir in Oberösterreich, wir trinken heute einen Most, bum, bum, ja, wir in Oberösterreich, wir trinken heute einen Most, bum, bum. Und da war mir klar, das ist er, das ist er. Also, da ist ein Komet, der aufgeht. Ne? Bin sofort zum ORF, ich bin sofort zum Brrr, zum Bayerischen Rundfunk und so weiter. Und die haben sich, also, oh nein. Aber wie gesagt, wir haben also vielen Leuten schon geholfen. Nicht zuletzt natürlich jetzt unser bestes Pferd im Stall, Hanni und Fanny. Ne? Naja, die sind natürlich überhaupt... Nein, die sind am Himmel, das ist klar, die sind ja schon mit der Helene Fischer und ich war. Aber wie die entdeckt wurde, ist auch interessant. Ne? Die war in Otterfing, weiß ich noch sehr gut, in Otterfing, genau, er weiß es, im Tennisheim bei einer Siegerehrung. Da haben die Hanni und Fanny gespielt, da-da, da-da, da-da. Und da wusste ich, Mensch, da ist ein Potenzial drin. Ne? Und dann ging es los, ne? Sofort Oktoberfest in Carrara, das nächste Oktoberfest, wir haben sie dann global, ne? Die sind heute auf jedem Oktoberfest in Bismarck, Amerika, in Toronto, in Kanada, in Hokkaido, in Japan. Wir bereiten gerade das Oktoberfest in Singapur. Ne? Ich habe ihnen ja den berühmten Brezensong geschrieben, ne? Also das gut. Ne? Also ich will euch nur noch so viel sagen, ich hoffe, wir kommen ins Geschäft, wir sprechen später. Unsere Firma, nur so viel, ist sehr gut vernetzt. Gell? Ich kann euch jederzeit zum Beispiel einmal ins Frühstücksfernsehen bringen. Gell? Also, ich komme dann gleich wieder zurück, bin gleich wieder da. Okay?
Das Mädchen aus der Hauptstadt lässt mich nicht mehr richtig denken. Will mein Herz in ihren tiefblauen Swimmingpool versinken. All die Welt um sie herum lassen sie nicht richtig atmen. Hier stirbt man ordentlich, der Tod persönlich mit den Rasen. Ich weiß, du träumst von einem anderen Ort. Sag doch einfach nur ja und ich schwöre dir, ich nehm dich mit nach Düsseldorf. Ja, einen schönen Abend auch. Wir freuen uns, dass ihr alle gekommen seid und dass wir mal wieder mit unseren Freunden aus Düsseldorf, dass wir mal wieder zusammenspielen in Berlin. Und ich habe mir überlegt, die Hosen sind ja mehr spezialisiert auf Hauskonzerte. Wir sind mehr spezialisiert auf Feuerwehrjubiläen und Konzerte. Und haben wir gedacht, was machen wir da zusammen, was geht da zusammen? Und dann sind wir draufgekommen, wenn wir uns einmal so besucht haben und haben ein bisschen geratscht und also ausgetauscht und dann haben sie gesagt, ja, sie sind ja auch große Fans von der Freiwilligen Feuerwehr Düsseldorf. Gell? Und dann haben wir gesagt, haben wir schon einen gemeinsamen Nenner? Können wir schon was miteinander machen? Und zwar haben sie das auch sofort kennt, Händel, große Feuerwehrmusik in D-Dur für hohe Trompete, Vulgo Bach-Trompete, Basso Continuo, Streichorchester und Solopauke. Diese Händel-Suite ist gesponsert von der Firma Wiesenhof und Bayernei. Ja, und die Suite hat drei Sätze. Der erste Satz ist überschrieben mit Aufstellung der Vereine und der Fahnenabordnungen vor dem Bierzelt zum Eintreffen des Kreisbrandmeisters in seiner neuen Audi Q8 Dienstlimousine, Verlesen der Grußbotschaft des Ministerpräsidenten und Überreichung eines Schecks in Höhe von 75.000 Euro an den Kommandanten, Begrüßung vom Pfarrer Monsignore Hochwürden Rabbin Brabang. Begrüßung vom Landrat, Begrüßung von unserem Bundestagsabgeordneten, Begrüßung von unserem Landtagsabgeordneten, Begrüßung des gesamten Kreisrates, Begrüßung vom Sparkassendirektor, Begrüßung sowie Begrüßung der 70 Feuerwehr-Ehrenjungfrauen durch den Kommandanten. Die Satzbezeichnung lautet Andante Maestoso Glorioso.
Zweiter Satz, Abschreiten der Feuerwehr Ehrenlegion durch den Kreisbrandmeister, Tanz der fünf Ehrenjungfrauen um die Fahnenmutter herum und Enthüllung des neuen TLF 24 Löschzugs durch Miss Feuerwehr 2011. Minuetto grazioso. Dritter und letzter Satz. Alarm! Ein Marderschaden an der Audi Q8 Dienstlimousine des Kreisbrandmeisters. Terroralarmstufe 1. Ausrücken der drei TL24 Löschzüge sowie der Löschzüge der Partnerfeuerwehren. Die Satzbezeichnung lautet Vivace Prestissimo, Affettuoso con Fuoco, con Espressivo, con Spirito Santo, Così Così Quasimodo Prosecco, con Tutto, ma non troppo. Hallo, guten Abend. Warum warten bis zum Ende des Abends, um einfach nur mal loszuwerden? Ich hab euch lieb. Ich hab euch lieb. Und deshalb haben wir euch was mitgebracht aus dem Rheinland, das O. Das O ist ein ganz besonderer Vokal, das ist nicht so wie das I und das versucht sich auch nicht so einzuschleimen wie das A. So, ah. A kann auch nervig aggressiv sein. So, ah. Oder dieses alberne U, was immer nur versucht zu mystifizieren. So, Nein, es ist das O. Das O will sich bei euch nicht einschleimen. Es will euch nicht besitzen. Es will einfach nur heute Abend mit dabei sein. Das O will mit euch und uns diesen Abend teilen. Whoa! Dafür haben wir ein Lied dabei, Laune der Natur! Schmelzen zu einer Kugel.
nicht ist, was sind wir dann nur? Ja, Kumpano, schauen Sie sich an, das wären jetzt die Künstler-Exklusiv-Verträge. Okay, das sind Verträge, also schauen Sie sich das einmal an. Sie müssen es mit Ihren Kollegen durchlesen. Ne? Aber ich kann Ihnen so viel sagen, das sind wirklich Verträge, also 1A. Bei uns viele Künstler, also fast alle, haben immer gesagt, sie hätten sich niemals im Leben vorstellen können, jemals so einen Vertrag zu unterschreiben. Okay? Also das muss man gerne mal sagen. Und ja, die Eagle Wing Event zahlt natürlich auch einen Vorschuss. Sie bekommen einen Vorschuss. Allerdings zahlen wir den immer erst im Nachhinein. Okay? Also wie gesagt, geben Sie es weiter. Schauen Sie es durch, studieren Sie. Okay? Und das Kleingedruckte soll Sie nicht irgendwie, das wollen die Juristen nicht, uns einer will das gar nicht. Nicht? Und ich muss wirklich sagen, also ich kann nur so viel sagen, die Eagle Wing, was wir schon alles gefördert haben, nicht nur solche Leute, auch klassische Musiker. Leute, die die Klassik, ich mag klassische Musik selber sehr gern. Ne? Warum? Erstens einmal, klassische Musik ist praktisch nicht kostenlos, aber sehr preiswert. Ne? Weil diese Leute sind derartig bescheiden. Das kann man sich nicht vorstellen, diese Bescheidenheit von diesen Leuten. Die verdienen ja nichts. Ne? Ich habe erst neulich, hat die Eagle Wing haben wir beim Lobowitsch, ich weiß nicht, in Ratzenstein der Oberpfalz, nicht? Da haben wir ein Konzert, also haben wir ein Konzert gemacht. Ne? Da war die Taufe von der Desiree und der Graf Lobowitsch, er selber ist ein Händel-Fan. Ne? Er hat gesagt, ob ich Händel, und sage, wir können Händel können Sie haben, so viel Sie wollen, gar kein Problem. Ne? Und dann haben wir ein Quartett zusammengestellt, und zwar mit einer also wirklichen Kapazität, ein Geiger, also das ist ein Mann aus Riga, ne, den haben wir kommen lassen, auch der, 78 Jahre alt, bescheiden. Ne? Also der ist mit dem Flixbus ist er angekommen, ne?
Naja, vor allem, sonst muss er zu Fuß gehen, nicht? Oder mit dem Radl kommen. Nicht? Und ich muss sagen, also das war beim Lobowitsch, beim Graf, es war wirklich ein Bankett, nicht, was da alles war. Sibirische Ente mit Falafel-Juice und dann hat es gegeben Lachs-Obersten an Rhabarber. Also wunderbar. Nicht? Und dann diese Seeigel-Eier in Himbeerschaum. Also und Champagner. Gell? Also, und dann... Jetzt spielen die, gell, und spielen wunderbar, zart, gefein, also der Mann da aus Riga spielt. Und dann denke ich mir auf einmal, Moment einmal, wo ist denn der Hund? Nicht? Ich höre einen Hund knurren. Nicht? Wo ist denn der Hund? Hat Gott Sakrament, der Hund muss weg. Nicht? War gar kein Hund da, das war der Magen von dem Geiger aus Riga. Nicht? Der hat seit Riga nichts mehr gegessen. Nicht? Dann hat ihm der Baron, der Graf, hat ihm dann nicht hingegeben, Rohrnudel und dann war Ruhe. Nein. Also ich will nur sagen, diese Bescheidenheit, die fasziniert einen. Nein, wenn Sie, ich weiß ja nicht, was fahren Sie für Auto, wenn Sie einen Maserati fahren, dreimal, wenn Sie den volltanken, für dieses Geld, ja, können Sie ein ganzes Kammerorchester drei Tage oder eine Woche spielen lassen. Nein, das ist nicht mehr. Also wie gesagt, zu uns noch einmal zurück, die Eagle Wing. Wir sind sehr gut vernetzt. Gell? Wir haben in ganz Deutschland haben wir und Österreich haben wir 57 Altersheime, Seniorenheime, mit denen wir im Kontakt sind, wo ihr spielen könnt. Nein? Wir sind derzeit sogar in der Schweiz, also sagen wir mal in Verbindung, weil da gibt es doch diese Sterbehilfe-Krankenhäuser, nein? Diese Hospize. Und da machen wir dann, wir bieten halt an, eine, wie soll man das sagen, eine jenseits, musikalische Jenseitsbegleitung. Ne? Und wenn die da gescheit spielen, wenn die gut spielen, dann können sie sich, wie sagt man, unsterblich machen. Ja, also bis gleich. Gell? Nach langer Zeit waren wir mal wieder weg aus Bayern, weiter weg, und zwar in Düsseldorf. Wir waren ganz lange nicht mehr da und wie wir dann aufgekommen sind, haben wir uns mit den Burschen besprochen, wir haben ein Meeting haben wir gemacht und ein Brainstorming und dann, wie wir dann wieder zurückgefahren sind, wie wir nach Bayern wieder zurückgefahren sind, in Nürnberg die A9 runtergefahren sind, dann haben wir schon kurz hinter der Raststätte Feucht, haben wir schon unsere Berg gesehen, unsere 4000er Gipfel. Dann haben wir gesagt, jetzt sind wir wieder in Bayern. Das ist, Bayern ist so wahnsinnig schön. Die Gletscher haben runtergeleicht. Wahnsinn, sind richtig geblendet. Weiß-blauer Himmel. Und das haben wir wieder gedacht, das Bayern ist unglaublich schön. Das könnt ihr hier gar nicht so vorstellen jetzt da in Berlin. Aber wir haben, unser Seehofer, unser Ministerpräsident, sagt ja selber, Bayern ist die Vorstufe zum Paradies. Ja, da hat er schon recht. Ja, natürlich, klar. In Bayern ist er paradiesisch, also wir haben paradiesische Zustände. Bei uns, Naturschutz ist bei uns in der Verfassung. Ja. Bei uns ist der Luchs unter Naturschutz, der Biber, die Wiesenschnepfe. Ja. Die SPD ist im Artenschutzprogramm jetzt bei uns aufgenommen. Ja. Und bei uns, Leute, der Seehofer sagt selber, er sagt, bei uns hat jede Minderheit das Recht, dass er sich der Mehrheit anschließt. Ja. Wo geht es aber schon? Das ist die Liberalitas. Das ist die Liberalitas Bavariae. Jede Minderheit darf bei der Mehrheit mitmachen. Und ihr dürft jetzt beim Refrain bei uns mitmachen. Das ist ein Jodler. Wolltet ihr eh schon mal alle lernen, oder? Da ist das O drin, das rein. Der basiert auf dem O. Und zwar der Text ist beim vierten Mal Ürü. Gell? Ürü, das ist türkisch. Ja. Das ist ein Integrationsland. Und beim Jodeln, ihr müsst euch einfach bloß entspannen, loslassen im Sonnengeflecht. Und was uns wirklich wahnsinnig gefreut hat, dass wir eben dann in Düsseldorf waren, haben uns besprochen und haben die Burschen haben dann gesagt, sie dann sie so gern integrieren in unseren Klang auch einmal, dass wir da Integrationsarbeit oben in einem Häufer können sie, weil es gibt im Rheinland gibt's keine Stubenmusik. Es gibt einfach im Rheinland keine Stummmusik und sie waren gern die Vorreiter. Sie dann da gern das aufreißen. Dann haben wir gesagt, das finden wir total gut. Und ich stelle euch jetzt einmal diese Düsseldorfer Haus-Stummmusik vor. Das ist am Hackbrett. Das Hackbrett hat 108 Seiten. Könnt ihr euch das vorstellen? Und er kennt jede Seite persönlich. Am Hackbrett der Andi. An der,
Am Greigodern, die Zither ist mindestens genauso schwer wie das Hackbrett. Es ist wirklich eines der schwersten Instrumente. Haben wir uns gedacht, wer macht das von euch, hat sich einer bereit erklärt. Der Urenkel vom dritten Mann praktisch. An der Zither, Breiti. Und ihr werdet es könnt ihr euch nicht vorstellen, wie wir das drauf haben. Und bei keiner Stummmusik darf die Basic fein. Also die Gitarre ist praktisch das, der Grundsound auch in der Stummmusik, der Grundgroove und die Basics praktisch am Greigodern, sagt man in Bayern dazu, am Greigodern oder an der Klampfen. Der Klampfenkuddel. Geh her. Genau. An einem der schwierigsten Instrumente überhaupt, die die Menschheit je erfunden hat. Das sind auch 40 Saiten mindestens und die Saiten stimmen allein schon wahnsinnig schwierig. Aber eine unglaubliche Naturbegabung, Finger wirklich wie Spinnen, Hexen, wie der da über die Saiten wuselt. Ein Wunder, ein Feenwunder an der Harfe. Ein Engel. Was? Ein Engel kann man ja, ich weiß ja nicht, ob er katholisch ist. Bist du eigentlich katholisch? Ist dann erst recht ein Engel an der Harfe. Na Campino! Und Leute, aber wir sind noch nicht fertig. Wir sind noch nicht durch. Das mit Abstand, Schwierigste, und es ist wegen seiner Schwierigkeit, ist er überall ausgestorben. Es ist auf der ganzen Welt, all over the world, ist dieses Instrument gespielt worden. Es ist mit Abstand das heikelste, schwierigste Instrument, das man sich vorstellen kann. In England hat sie sich am längsten gehalten. Und in einer kleinen Grafschaft in England, in Essex. Wer kommt aus Essex? Der Mr. Ritchie. Mr. Ritchie. Wom, gib ihm eine Hand. Wom. Am Brummtopf. Bam! Und jetzt, Leute, jetzt hören wir mal diese Düsseldorfer Stummmusik an. Entspannt euch, lasst euch reinfallen in diesen gemütlichen Sound, macht die Augen zu und seht die 3000er von Düsseldorf. Haben wir es? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wir in Hamburg gibt's bei uns nicht, sagt er,
weil die bayerische Regierung wie ein schwarzer Block da steht. Hurra, hurra! Also, ich muss dich sagen, noch einmal, ich betone Bescheidenheit, also wunderbar. Es gibt natürlich dann auch Ausnahmen bei den Klassikern. Nicht? Neulich haben wir einen gehabt, der hat gesagt, er möchte mehr Geld. Ja, der Mozart spielt, dann habe ich gesagt, Sie sind gut, nehmen Sie sich doch an den Mozart ein Vorbild. Nicht? Der Mann ist verhungert, nicht? Und in einem Massengrab. Und dann habe ich gesagt, und wenn Sie jetzt frech wären, hey, mit Ihren Forderungen, hey, dann in 0,5 habe ich einen Ukrainer da, der kostet nicht einmal die Hälfte. Ne? Na, aber es gibt Leute, die sind so unverschämt. Und das ist das, was ich Ihnen einmal, damit Sie das einmal sich vorstellen, was da in der Musikszene sind, natürlich immer diese Starre. Ne? Diese Starre, die stellen Forderungen. Also zum Beispiel, das ist jetzt original. Ne? In unserer Firma, ne? Da haben wir einen da, ich möchte den Namen nicht nennen, ich will den nicht kompromittieren. Ne? Nur das mache ich nicht, aber mit dem Herbert mache ich keinen Vertrag mehr, sage ich Ihnen ganz ehrlich. Das ist jetzt der Original Stage Rider. Ne? Das müssen Sie mal vorstellen, Forderungen. Also da steht, exakt um 17 Uhr muss das Abendessen serviert werden. Na ja, das kann man haben. Ne? 320 Gramm Ribeisteak möchte er, gewürzt nur mit Rosmarin und Thymian. Dann möchte er eine reife Avocado, ein Gläschen Defilei-Senf, einen Händelmeier kennt er nicht. Nein. Dann möchte ein Gläschen Aprikosensenf der Marke Schubecks Gewürze sowie zwei unreife Tomaten. Dann möchte er eine Flasche Trollanger, nein, das ist ein württembergischer Trollinger. Dann möchte er 6 Flaschen Palaner Weißbier, Naturtrüb. Augustiner hat er noch nie gehört, wahrscheinlich. Nein. Da kommen ja gleich ein Berliner Kindelshaufen. Ja. Ja. Aber ja. Ja, das kann man machen, wenn man daheim als Schutzpatron den heiligen Aspirinus hat, ne? Dann geht das. Okay. Ah, jetzt auch. Auf 37 Grad erwärmte Handtücher mit Lavendelduft, dazu Lavendelseife, im Bad mit Lavendelduft aromatisiertes Klopapier, mindestens vierlagig. Hat der einen Dünnschiss oder ich weiß es nicht. Ne? Naja, wenn man unreife Tomaten frisst, dann kann das sein. Ne? Es muss ein neuer Toilettensitz installiert werden, auf dem nur der Künstler sitzen darf. Dann braucht er noch ein Urinal extra. Für die Mitarbeiter gilt strenges Blickkontaktverbot. Also den darf keiner in die Augen schauen, weil sonst braucht er einen Psychologen. Nein. Ein Backstage-Raum muss mit Rollrasen ausgelegt sein, damit die Hundedame Ludmilla dort Gassi gehen kann, ohne von Paparazzi verfolgt zu werden. Zudem werden ein Hundefriseur und ein Hundemasseur
und ein auf Hundeernährung spezialisierter Koch für die gesamte Dauer des Auftrittes erwartet. Naja, also ein Hundefriedhof, da wüsste ich ihm, den könnte ich ihm vermitteln. Also noch einmal ganz kurz, wenn wir ins Geschäft kommen, ganz gut, ich habe da was. Bad Soden hat angerufen bei mir, Bad Soden, das Augustinum Seniorenheim, die haben ein lustiges Nachmittagstreffen, ne? Das wäre doch was für euch, also da, ne? Und denkt immer dran, unsere Firma, wir machen auch Werbung, okay? Da könnt ihr also Werbung, da kann man ein bisschen was verdienen, da macht es dann Klingelingeling, ne? Und was heißt Klingelingeling? Musik in den Ohren, also nachher, bis gleich, okay? Ich bin gleich wieder da. So. Musste ja mal irgendwann so kommen, heute ist der Tag, es ist soweit. Nimm's nicht schwer, auch wenn's weh tut, alles hat seine Zeit, es ist vorbei. Du musst erkennen, es ist zu spät, wir können zurück. Sieh der Tatsache ins Auge, du bist so alt für Popmusik. Und was kommt jetzt, wie lebst du weiter? Willst du jetzt etwa Klassik hören? Bach oder Beethoven? Oder so tun, als ob man dessen wär? Du schaust mich an, es gibt nichts zu sagen. Es ist zu spät, da gibt es keinen Trick. Dieser Tag kennt keine Gnade. Du bist so alt für Popmusik. Es ist vorbei, du bist so alt. Du bist so alt für Popmusik. Es ist vorbei, du bist so alt. Du bist so alt für Popmusik. Du bist so alt für Popmusik. Werd jetzt nicht depressiv. Auf einmal wirst du sentimental, schwelgst in Erinnerung. So manchen Song, den hast du früher ganz laut mitgesungen. Und all die Hits, die wilden Jahre, die Melodien und all das Glück. All die drei Minuten Wunder, sie kamen niemals mehr zurück. Es ist vorbei, du wirst so alt. Du bist so alt für Popmusik. Es ist vorbei. Du bist so alt. Du bist so alt für Popmusik. Du bist so alt für Popmusik. Werd jetzt nicht depressiv. Du weißt genau, woran es liegt, dass du ein Retter bist. Vielen Dank. Jetzt gehen die Mauern hoch um unser Vaterland. Ihr beschützt jetzt unser. Hier kommt keiner rein, alles wird abgezäunt. Alle Ausländer sind gleich. Unsere Spezialeinheit, all die Heime abgebrannt. Sauerkraut und Bier, ab jetzt im Grundgesetz. Vom Griechen bis zum Döner Stadt. Und so stehen wir da in eurem kurzem Hemd. Im Gegenwind der Zeit. Haltet euch nur stumpf an, gestern fest. Begrüßt ihr euch nur noch mit Hitlergruß. Zwei gekreuzte Baseballschläger als Symbol. Vor jeder Kneipentür, an jedem Supermarkt
steht ein kleiner, breiter Patriot. All die Regenbogenfahnen werden abmontiert und durch Schwarz-Weiß-Rot zersetzt. Rechts und links, selbst beim Geschlechtsverkehr. Läuft nur noch Marschmusik, fresst euer Blei und trinkt Benzin. Wenn die Vergangenheit nicht aus den Köpfen geht, braucht man jede Menge Aspirin. Und so steht hier da in eurem kurzen Hemd. Also noch einmal, Sie haben eine sehr gute, also wirklich, die Stimme und wie Sie die singen, das ist alles fabelhaft, da will ich jetzt ja gar nicht kritisieren. Aber vertrauen Sie einem Menschen, der schon lange in der Branche ist wie ich. Ich bin ein älterer Herr, das ist klar für Sie, aber lassen Sie sich eines sagen, mit diesem Protestsong und politischem Zeug, lassen Sie das lieber sehen. Lassen Sie das andere Leute singen, die können das besser. Ja, weil Sie wollen doch ein Geld verdienen, mit Protest verdienen Sie doch nichts. Ne? Okay. Schauen Sie her, wenn wir dann einen Vertrag haben, ich will Sie doch nach Zwickau verkaufen oder nach Dresden, ne? Wir machen denn das. Ne? Also wenn Sie sowas singen, na, es ist ja wirklich wahr. Man muss das schon einmal feststellen, die Großen des Entertainments, die ganz Großen des Showbusiness, das geht vom Nabtal-Duo bis zu die Wildecker Herzbuben. Das geht, ein Freddy Breck, ein Andy Borg, ein Silbereisen. Ne? Die machen da keinen politischen Blödsinn auf der Bühne. Ne? Im Gegenteil, die halten sich davon fern. Das hat überhaupt keinen Sinn, mit Politik daherkommen. Und noch was, Herr Calvino, das lassen Sie sich von mir sagen. Na, das können Sie nicht merken, weil das ist einer Ihrer Kollegen und vielleicht einer der allergrößten. Ne? Der größte, sage ich jetzt einmal, der größte Sang ist Künstler deutscher Zunge. Ein Hansi Hinterseher. Ne? Moment. Ich weiß es noch sehr gut, wie der etwas gesagt hat und es sollte Ihnen auch zu denken geben, was der Mann sagt. Ne? Ich weiß noch gut, da war ich beim Stanglwirt, ne? In Going. Und ich sitze da und auf einmal denke ich mir, da ist ja der Hansi Hinterseher. Ne? Und er war es auch. Ne? Und dann hat er gesagt, also ich kann es jetzt nur dem Sinn wiedergeben, weil ich habe es auch nur ein bisschen so, also ich habe es schon gehört, aber das hat mich umgeworfen. Ne? Dann sagt er, also wie gesagt, also vom Sinn gemäß hat er gesagt, es ist immer so, die Leute wollen eine Freiheit. Ne? Die wollen eine Freiheit haben. Ne? Und wenn sie nicht kommen, dann kommen sie nicht. Und wenn sie kommen, dann kommen sie. Und wenn sie gern kommen, dann kommen sie gern.
Ne? Und das Herz muss pulsieren. Und wenn nichts pulsiert, dann ist das Herz im Arsch. Denkt ihr mal drüber nach. Gell, was? Das sind Sätze, die graben sich tief ein. Hey, also ein bisschen drüber nachdenken, weil das kann euch weiterhelfen in eurer Karriere. Das sage ich euch ganz ehrlich. Das muss man schon einmal. Als wir uns vor ein paar Wochen entschlossen haben, nochmal zusammen auf Tournee zu gehen, da war für uns Düsseldorfer klar, das ist auch eine Chance. Nochmal über die eigenen Grenzen hinweg zu springen und neues Terrain zu erobern. Und da war es relativ schnell klar, dass wir uns der Klassik widmen wollten. Die Klassik ist Mozart, Mozart ist die Klassik. Und schon vor 30 Jahren, als wir uns kennengelernt haben, bei dem Protest gegen die Wiederaufbereitungsanlage in Wackersdorf. Den wir verhindert haben. Und ihr. Da waren wir der schwarze Block. Doch. Genau. Weißt du das noch? Und dann waren wir schon beieinander. Waren wir schon dabei. Und seitdem, immer wenn wir uns treffen, tauschen wir uns über den Mozart aus. Der Mozart ist einfach unser lieber Gott. Und in jedem Menschen, glaube ich, steckt der kleine Mozart. Ein kleiner lieber Gott. Ja. Es ist aber so, Campino, man muss sagen, der Mozart, also wenn es euch interessiert, wir können stundenlang über Mozart reden, gell? Ihr habt zur Zeit, gell? Und der Mozart, es ist, ich finde, kleine Kinder interpretieren oder spielen Mozart am schönsten. Weil es eben nicht versuchen über den Kopf, den zum Spielen, sondern weil einfach die Musik lassen es einfach aus sich frei raus. Also kleine Kinder. Ja, oder eben so richtig alte Säcke. Ja. Das ist auch ganz gut. Ja, ja. Ja, wir haben uns jedenfalls gesagt, den Mozart muss man völlig neu lesen. Ja, da haben sich schon so manche alte Meister dran verhoben, da irgendwelche überambitionierten Werke interpretiert. Das verhunzt. Und es braucht, glaube ich, einfach eine neue Herangehensweise. Ja, und man muss den Mozart, man muss den aus seinem Klassik-Elfenbeinturm befreien. Man muss ihn in das Jetzt, in das Hier und Heute stellen. Und wer soll das machen, wenn nicht ihr? Also das ist Campino, das ist dein Destination, das ist dein... Ja, also da haben wir uns heute Nachmittag halt gesagt, wir probieren es, wollen alles mit einfließen lassen, das Hier und Jetzt in diese Zeit, die Zerbrechlichkeit, die Unsicherheit, die Wut, den Zorn und immer wieder aber auch die Liebe. Und weil ich ja selber länger den Papageno gegeben habe, kommt jetzt aus der Zauberflöte der Vogelfänger. Vogelfänger bin ich ja, stets lustig, heißer Hopsassa. Ich Vogelfänger bin bekannt, bei alt und jung im ganzen Land. Weiß mit dem Locken umzugehen, ob mich aus Vögeln zu verstehen. Drum kann ich wohl lustig sein.
Da ist er noch zu jung. Ja, das ist ja das. Das ist ja auch kein Vorwurf. Da seid ihr alle noch zu jung und ja, sie können es ja nicht wissen. Nicht? Aber der Mozart hat ja bloß die Musik gemacht. Nicht? Wir hatten den, die Zauberflöte geschrieben, wir hatten den Vogelfänger, das war der Schikaneder aus Straubing, Niederbayern. Mein Name ist Schikaneder. Nicht? Und wenn ich das hier sage, dann weiß ich, was ich meine. Der Mozart war ein Gauner, ein Betrüger. Nicht? Ich bin ja das Opfer von diesem Mozart. Das kann ich leicht erklären, wie das ist. Warum ich das Opfer bin, weil der, mein Urahne, ne, der Schikaneder, der hat dem Mozart Geld gegeben, weil war er immer pleite. Ne? Dann hat er ihm gesagt, pass auf, da hast du das Geld, und der hat das Geld einkassiert, einen Haufen Geld, und hat einen Schuldschein geschrieben. Ne? Den habe ich noch, den habe ich im Besitz, ein Erbstück. Ne? Den Schuldschein habe ich im Tresor. Ne? Aber der Schikaneder damals hat gesagt, du schreibst mir dafür, für das Geld eine Symphonie. Und die Symphonie hat er nie geschrieben. Der hat das Geld eingesteckt und keine Symphonie geschrieben. Wenn man sich das vorstellt, was so eine Symphonie heute wert ist, bei dem Tantam mit dem Mozart. Wenn ich heute im Besitz dieser Symphonie wäre, wäre ich mein ganzes Leben anders kaufen. Da würde ich mit der Symphonie nach London fliegen, zu dem Sotheby, und würde die beim Sotheby auf der Auktion verkaufen. Was muss man sich da Geld? Da stünde ich heute anders da. Da würde ich mir in München im Stadtteil Bogenhausen 6-7 Mietshäuser kaufen und vermieten, dass es nur so kracht. Verstehst du? Nun, da schau jetzt an. Na, schau mal her, du weißt doch, was heute mit so Tantiemen und mit solchen Sachen verdient wird. Nun, ein Beispiel, Rudi, ein Spezi von mir, der Rudi, dem sein Urgroßvater, der hat den Klarinettenmuckel komponiert. Der Original-Klarinettenmuckel. Das hat in Ulaanbaatar den zweiten Preis gemacht. Hey, der Rudi steht ja heute dermaßen da, der könnte sich alles, der kann sich jedes Auto kaufen, der hat eine Yacht in St. Tropez. Der könnte sich einen Bugatti kaufen, Maserati, Ferrari und so weiter, aber das macht er nicht, weil er sagt, er hat so viel Geld, dass er sich leisten kann, dass er bloß mit dem Opel Manta durch die Gegend fährt. Okay? So ist es. Ne? Also mit diesem Mozart kannst du mal gestohlen bleiben. Ich meine, gut, es bleibt sicher, der war als Musikant eine gute Kraft. Ne? Aber charakterlich, der Mozart für mich ein, sagen wir nicht, besser Charakterschwein. Ich will mit diesem Mozart, wenn ich schon Mozart höre, na langsam. Ich hab letzten Samstagnacht einmal wieder Fernsehen geschaut. Die Zuchtperlen der Volksmusik, ich hab meine Augen und Ohren nicht traut. Lauter Zombies, Untote und Trachtenandroide sind da gewesen. Und als Höhepunkt ist auch noch so ein Österreicher, der Gabalier mit seinem Alpenrock aufdrehen. Der verarscht die Volks- und Rockmusik vom Zappa bis Neil Young, der Jimi Hendrix und der Graudensepp. Dann sich im Grab umdrehen. Der Gabalier heißt nicht umsonst der Arsch, weil er weiß, wie es Arschwaggeln geht. Aber leider sag's euch, einen gescheiten Schuhblattler, na, sowas kann der nicht. War mit der Frau in Ägypten, weil ihr der Orient so gefällt. Gleich wie man daheim band, hat sie sie an der Volksschule angemalt. Sie hat sie ein Kostüm genäht, wie aus tausend und einer Nacht. Und hat gesagt, dass sie jetzt in Eichach einen Bauchtanzkurs mitmacht. Zusammen mit anderen 10 Frauen aus den Dörfern rundherum. Was dort der Kurs, Alfa La Weiler,
Salam Aleikum. Gestern haben's bei uns daheim trainiert, es war schon ziemlich spät. Nach der sechsten halbe Bier habe ich dann gesagt, hey, schaut's mal her, euch alte Weiber, ich zeig euch, wie das geht. Warum wir alle drei wählen, das ist doch sonnenklar. Weil unser Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Großvater der McWell aus Schottland war. Letztes Jahr hab ich mal Ahnenforschung in Edinburgh betrieben. Die Wells, die waren ein Riesenclan und die Queen, die hat's vertrieben. Das blaues Blut in uns fließt, das wisst jetzt ganz genau. Und die Farben von seinem Schottenrock waren damals weiß und blau. Bei den Highland Games haben's uns verzeiht, ich denk, das kann's nicht geben. Dieser McWell ist schon vor 400 Jahren ein berühmter Highland-Tänzer gewesen. Habt ihr die Verträge unterschrieben? Ja, wunderbar, da haben wir es, gell? Sehr schön. Ja, alles unterschrieben, jeder, ne? Ja, gut. Sind alle dabei. Ihr seid alle dabei. Jetzt wollte ich Folgendes sagen, wollt ihr singen? Ja, warum nicht? Es ist Folgendes, ich habe vorletzte Nacht habe ich ein Ding gehabt, ein Brainwave, ne? Und der Brainwave hat mir eine Melodie eingegeben, also das ist ein Werbejingle par excellence. Ein Werbejingle, ne? Und das ist das Brainchild. Ne? Also es ist wirklich wunderbar, wenn ihr das singen wollt. Ne? Ich habe schon Kontakte mit dem Radio 5050, die würden das dann senden. Ne? Ich kann es einmal euch geben. Könnt ihr überhaupt Noten lesen? Könnt ihr lesen? Ja, sehr gut. Dann du eine, da schau her. Ne, das singen wir, weil ich, wie gesagt, man darf nie vergessen, Klingelingeling ist Musik, gell? Ich wiederhole mich, aber da ist der Drummer, der kann er drummen, so, jetzt, dann haben wir hier noch eins und hier, und ihr seid ja alle, dann behalte ich das als Ding für mich. Ja, wie gesagt, seid ihr soweit, dann können wir das ja, einmal singen. Ich werde singen, das ist also unglaublich. Aber das, Zählen Sie ein. Ich zähle es ein. Aha. Ich zähle es jetzt ein. Seid ihr soweit? Dann ja. Machen wir das. Singen wir es. 1, 2, 3, 4. An Tagen wie diesen muss jeder einmal wiesen. Auf Autobahnen wäre das schwer. Gott sei Dank gibt's da die Kehr. Gott sei Dank gibt's. Also, ich muss sagen, es ist ja nicht nur die Melodie von mir, den Text habe ich auch geschrieben. Nein, ich habe es gleich bei der GEMA angemeldet, weil die Piraten heute alles stehlen. Okay?
Also noch einmal, wie gesagt, Radio 50-50 macht's und jetzt habe ich eine Zusage, ihr werdet es sehen, Sanicare hat zugesagt, okay, ihr könnt ein ganzes Jahr lang auf jeder Raststätte, auf jeder Autobahn, okay, könnt ihr bieseln und zwar, ja, eine Ermäßigung von 70 Cent auf 40 Cent herunter. Also, ich sage, mit der Eagle Wing Event kommt man nach vorne. Okay, da ist Musik drin. Jawohl. Ich glaube, dass die Welt sich noch mal ändern wird und dann kommt irgendjemand uns auf unseren Wegen lenkt und unser Schicksal in die Hände. Ja, ich glaube an die Ewigkeit und dass jeder jeden Mal vergibt. Alle Menschen werden voreinander gleich, jeder kriegt, was er verdient. Ja, ich glaube, und der Planet der Liebe wird die Erde sein. Und die Sonne wird sich um uns drehen. Das wird die Zeit, in der das Menschen wieder hin. Das wird die Zeit, in der das Menschen wieder hin. Mal zu schön, um wahr zu sein, hab ein letztes Mal vertraut. Das hier und heute ist dann längst vorbei, wie ein böser alter Traum. Es wird ein großer Sieg für die Gerechtigkeit, für Anstand und Moral. Es wird die Wiederauferstehung vom Heiligen Geist und die vom Weihnachtsmann. Es kommt die Zeit. Dieser kurze Bühnenumbau, das war seine Sechser, das sind unsere Stubenmusikinstrumente. Dass ihr hier in Berlin mal vorstellen könnt, wie groß bei uns unsere Stuben sind. Und ihr könnt jetzt wieder mit einsteigen, und zwar der Text, das ist ein Jodler, der Text ist diesmal ganz einfach, der heißt nur Die Rüei ho, die Rüei ho, Eupera, Eupera, Eupera kann man nicht übersetzen, das ist ein bisschen ein schmutziges Wort, aber Eupera, Eupera, Eupera ho. Habt ihr das auf ihr drum, alle, das war super jetzt ein Ding. Ihr seht jetzt, es ist ein bisschen ungewohnt, der Campino am Alphorn. Er hat es nicht nehmen lassen, er hat gesagt, er möchte einmal dieses Instrument. Das war noch das, der letzte, also die letzte Herausforderung noch im Papageno, war noch ein Alphorn. Und es ist, wir haben das dann... 2 Stunden bekommen erst.
Ja, das ist, jetzt machen wir, ich sag's euch, das ist ein Wunder. Machen wir einen Grundton. Andern. Wir wollen singen. Singen wir miteinander. Dann singen wir. Dann machen wir Folgendes. Dann singen wir wirklich ein schönes Lied. Ein eingehendes Lied. Ein Ohrwurm. Was heißt denn auf Englisch Ohrwurm? Earworm, mate. It's an earworm. Earworm. Aha, Earworm. Also singen wir einen Earworm. Und zwar, ihr werdet es sehen, das ist wirklich ganz leicht zum Nachsingen. Ich sing's vor, ich sing's es nach, everybody sings after. Es ist ganz gut. Und das Lied, was wir miteinander singen, die Herkunft des Liedes ist klar. Früher haben wir gesagt, dritte Welt, das stimmt, aber das ist aus dem Schwellenland. Dieses Lied, was wir jetzt singen, kommt eindeutig vom schwarzen Kontinent. Musik.
man belle. Henni gariba du kumbale na menu kumbale. Ay giri mimi mabele na numa mutale. Ay giri mabele na mama veki wana mutale. Wakuwa, e mutu mabele. Ano wama kuwane, e mabele. E mabele. E mabele. Ano kuwa iti wane na nini mabele. Schrieben wir noch Parolen an die Wand, die keiner von uns damals so ganz genau verstand. Wir waren mit 20 klar dagegen, egal was es gerade war. Hauptsache zusammen und mit dem Kopf durch die Wand. Das Leben kam oft anders. Und selten wie gedacht, wir haben all die Kompromisse nie mit uns gemacht. Wir würden füreinander lügen, nur falls auch vor Gott. Wir haben nie drüber geredet, doch wir halten unser Wort. Gestorben, andere gehen weg. Doch wir hier haben einfach immer alles überlebt. Wir sind anders als die anderen, auch wenn's keine anderen gibt. Wir schwören uns immer wieder, dass das Beste vor uns liegt. Die Jahre ließen Spuren, man kann sie deutlich sehen. Wir würden uns das so nie sagen, weil wir Freunde sind. Wir streiten nur. Noch einmal die sagenhaften Bälle.
Der einzigartige, der legendäre Gerhard Pohl! Der Vorhang fällt, die Lichter gehen aus. Leise begibt das Publikum sich in die Dunkelheit hinaus. Dane summt ein Liedl vor sich hin. Der Wein im Weltall, die Galaxien umeinander ziehen. Der Mensch. Was ist der Mensch? Wieso? Weshalb? Warum? Und die Antwort lautet Diddledum. Der Vorhang fällt. Die Lichter gehen aus. Die gehen aus. Das Publikum. Es spendet den Applaus. Applaus. Man hat geschmunzelt. Man hat gelacht. Was gelacht? Vielleicht im blauen Haus. Sein kleines Schmaus. Man hat geschmunzelt. Und nachgedacht. Was gedacht? Und dann gehen alle nach Hause. Und dann gehen wir zu Haus. Der Zwirl sitzt in den Eingeweiden. Mensch kann Mensch nicht leiden. Und das eine wissen alle Leid. Der Mensch viel Erwartung, wenig Freude. Der Mensch, was ist der Mensch? Wieso? Warum? Die Antwort lautet Diddledum. Der Vorhang fällt. Die Lichter gehen aus. Was ist der Mensch? Ja, was ist er? Ein ganzer kleiner Laus. Ein kleiner Laus. Die saugt sich fest. Holt jeden Rest. Ein Rest. Und gibt sich welch ein Festtagsschmaus, dann holt's wer fest.